Sommerabend der Wirtschaft am Freitagabend auf Schloss Johannisberg im Rheingau. Wirtschaftsvertreter aus Wiesbaden und Umland trafen sich auf der Gemeinschaftsveranstaltung von Wiesbadener Kurier, Wiesbadener Tagblatt, IHK und Handwerkskammer. Ich freue mich, dass ich heute Abend wieder sehr viel vertraute Gesichter hier sehen kann und Sie in diesem wirklich wunderschönen Ort begrüßen darf. Sie sind hier und darauf kommt es an. Die Spitzen zahlreicher Unternehmen sind heute hier, um mit interessanten Menschen ins Gespräch zu kommen, Ideen zu entwickeln oder einfach fröhlich zu fangen. Ohne Handwerk geht fast nichts und viele Dinge, die unser Leben lebenswert machen, gäbe es auch nicht. Vor allen Dingen, jetzt bitte gut aufpassen, keine Fässer für den Wein des heutigen Abends. Der Dichter Heinrich Heine hat über das Schloss Johannisberg einmal geschrieben, ich zitiere, wenn ich doch so viel Glauben in mir hätte, dass ich Berge versetzen könnte, der Johannisberg wäre just derjenige Berg, den ich mir überall mit hinnehmen würde. Ich freue mich heute Abend hier dabei zu sein und mit Ihnen gemeinsam die Wiesbadener Wirtschaft zu feiern. Und deswegen will ich ausdrücklich auch sagen, wir haben diesen Erfolg in unserem Land auch unserer Marktordnung zu verdanken, der sozialen Marktwirtschaft. Einer Marktordnung der Freiheit und der Verantwortung. Wir müssen dafür eintreten, wir müssen uns genau dazu bekennen, weil wir viel zu verteidigen haben. Und dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Diese Einladung wäre zu Beginn der Veranstaltung beinahe ins Wasser gefallen. Doch Petrus hatte ein Einsehen und schickte ein paar Sonnenstrahlen zum Sommerabend der Wirtschaft.